Frau Zöchling, heute Morgen ist ja der Airbus 380 hier in Zürich am Flughafen gelandet. Er ist einer der größten Flugzeuge überhaupt. Was macht denn das Besondere aus? Es sind einfach die Dimensionen. Man sieht ja, es sind etwa 13.000 Leute bis jetzt zum Flughafen gepilgert, nur um diesen Riesenvogel zu beobachten und einmal aus der Nähe zu sehen. Das ist eine Dimension, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so riesig. Es werden ja verschiedene Tests hier am Flughafen durchgeführt. Was für Tests sind das denn? Das sind vor allem technische Tests. Wir haben ja theoretisch alles berechnen müssen, ob kein Hindernis im Weg ist, wenn dieser große Vogel daher rollt, weil der hat ja eine Spannweite von etwa 80 Metern und da muss sichergestellt sein, dass nichts im Weg ist. Dann wird getestet wegen der Betankung, der Versorgung mit Energie. Das passiert ja alles über Schläuche, ob die alle ausreichend lang genug sind. Dann auch das Enteisen, das ist ja jetzt noch wichtig im Winter, im Sommer dann weniger. Also da gibt es schon noch einiges, was man testen muss, ob ein solches Flugzeug in einer angemessenen Zeit hier abgefertigt werden kann. Herr Gacaillet, Sie sind von Airbus. Zürich hatte heute Morgen die Ehre, dass der Airbus A380 hier gelandet ist. Es ist ein ganz spezielles Flugzeug. Was kann es denn alles? Was macht es denn so besonders? Also das ist das größte Zivilflugzeug der Welt. 40% mehr Sitze als die bislang größte Maschine, die Boeing 747-400. Verbraucht 20% weniger Kerosin pro Sitz. Das heißt, auf Autobezüge weniger als 3 Liter pro 100 Kilometer pro Sitz. Also viel effizienter. Auch viel komfortabler. Breitere Sitze, auch in der Economy-Klasse. Und auch sehr, sehr leise. Das Flugzeug erzeugt nur die Hälfte des Lärms einer 747-400, obwohl es, wie gesagt, 40% größer ist. Wie viele Passagiere fasst der Airbus 380? Also maximal rund 850 ist möglich und die meisten Airlines fliegen mit zwischen 450 und 550 Sitzen in drei Klassen für Langstreckenflüge. Wird denn Zürich bald in Zukunft ein ständiger Zielflughafen des Airbus sein? Es wird ganz bald, nämlich Singapore Airlines wird die Linie Singapore-Zürich Ende März eröffnen mit dem täglichen A380-Flug.